Ja, das kann uns Hessen ganz schön stolz machen. Einer von uns wird jetzt zum größten Verbrecherjäger der Welt. Jürgen Stock wurde in Wetzlar geboren und hat ganz klein als Streifenpolizist angefangen. Dann hat er sich hochgearbeitet bis zum Vizechef des Bundeskriminalamts in Wiesbaden. Und jetzt wurde er sozusagen befördert und wird bald der neue Chef der Interpol. Internationaler Waffenhandel, Drogen und Cybercrime. Er nimmt den Kampf auf. Jürgen Stock aus Wetzlar wird der neue Interpol-Chef. Hätte der Familienvater jemals gedacht, dass er einmal der Chef der Weltpolizei wird? Natürlich nicht. Ich habe meine Karriere im Wetteraukreis begonnen, nördlich von Frankfurt. Das war eine gute und für mich persönlich sehr wichtige Zeit, weil ich da das kriminalistische Handwerkszeug, sozusagen das Einmaleins kriminalpolizeiliche Arbeit gelernt habe. Aber ich hätte damals natürlich nicht im Traum dran gedacht, irgendwann mal auf dieser internationalen, globalen Ebene tätig zu werden. Den Kampf gegen das internationale Verbrechen hat er auch schon hier als Vizechef des Bundeskriminalamtes aufgenommen. In Wiesbaden gibt es Europas größte Waffensammlung. 9000 Pistolen, Gewehre und andere tödliche Werkzeuge. Schusswaffen, große Schusswaffen, kleinere Schusswaffen, Handfeuerwaffen spielen überall auf der Welt eine große Rolle nach wie vor bei der Verbrechensbegehung. Das beginnt mit dem Terrorismus. In der Abteilung geht es darum, bei einem entsprechenden Tatort, bei dem Schusswaffen eingesetzt worden sind, Rückschlüsse zu ziehen von der benutzten Munition auf die benutzte Waffe. Jede Kugel kann also hier einer Waffe zugeordnet werden, hat sozusagen einen eigenen Fingerabdruck. Ähnlich wie auch Drogen. Hier im Fachbereich Toxikologie in Wiesbaden lagert die größte Ecstasy-Sammlung der Welt. 9000 verschiedene Tabletten. Doch international gibt es noch ein ganz anderes, neues Problem. Das hier ist kristallines Methamphetamin, Crystal Meth, und ist eigentlich das gefährlichste Amphetaminderivat, besonders stark suchterzeugend, speziell wenn es geraucht wird. Ja, und das ist ein ausgesprochen internationales Phänomen, der Drogenhandel. Grundstoffe, Vorläufersubstanzen kommen häufig aus dem außereuropäischen Ausland. Und wir haben polizeilich die gesamte Kette im Blick. Wir versuchen schon in den Herstellungsländern einzugreifen, weil, wie gesagt, diese Substanzen, der Konsum ist äußerst gefährlich. Auch sogenannte Legal Highs werden hier untersucht und identifiziert. Sobald eine Sorte verboten wird, ändern die Produzenten einfach den Wirkstoff mit fatalen Folgen. Es hat schon eine Reihe von schweren Intoxikationen gegeben. Das kann hingehen bis zu Koma, starke Krampfanfälle. Es sind auch Todesfälle beschrieben worden. Eines der größten Probleme, mit denen Jürgen Stock auch als Interpol-Chef in Zukunft immer mehr zu tun haben wird, ist Cybercrime. Hier im Labor für Chip-Technologie hat er mit seinem Team in den letzten Jahren wichtige Vorarbeit auch für die Interpol geleistet. Wir stellen internationale Tätergruppierungen fest, die in mehreren europäischen Ländern beispielsweise solche Bezahlterminals, wie ich hier eins in den Händen halte, manipulieren. Wenn jemand beispielsweise mit seiner EC-Karte hier bezahlt, die Daten manipulativ abzugreifen und dann eigene Daten, eigene Karten herzustellen und mit diesen gefälschten Karten, sozusagen mit der gestohlenen Identität, innerhalb Europas dann Erlöse zu erzielen, einzukaufen. Jürgen Stock. Vor allem durch seine Arbeit hier beim BKA in Wiesbaden ist er zu dem geworden, was er heute ist. Der Experte für internationales Verbrechen. Im Januar wird er seinen Dienst in der Interpol-Zentrale im französischen Lyon antreten. Wird durch ihn dann auch das Leben hier in Hessen sicherer? Das kann man sicherlich sagen, denn wir haben es heute mit vielen ausgeprägt internationalen Straftaten zu tun, deren Ursprung manchmal in Südamerika, in Asien, in Afrika ist. Das heißt, dann sorgt kriminalpolizeiliche, erfolgreiche Arbeit in anderen Ecken der Welt auch dafür, dass die Bürgerinnen und Bürger in Hessen in der Tat sicherer leben können. Jürgen Stock, ein Wetzlarer, der als einfacher Polizist in Hessen anfing und jetzt auszieht, um als Chef der Weltpolizei das internationale Verbrechen zu bekämpfen.